Assalamualaikum, was geht ab? Ich bin der Mann, für euch geht es super und ja, willkommen wieder zu einem neuen FIFA-Video, nachdem heute Mittag schon ein Reaction-Video auf Nemo kam und gestern Nacht ein Reaction-Video auf Samra. Jetzt wieder FIFA angesagt, ja, mein neues Team und zwei Weekend-League-Spiele wie immer und ihr seht auch schon, nicht viel hat sich verändert, ich bin lost, ich weiß, ihr braucht es mir nicht sagen. Citizen habe ich mir jetzt ins Tor geholt, 1,85 groß, ich weiß nicht, was ich, ach, keine Ahnung, einfach ausprobieren würde ich mal jetzt sagen, bis ich das Geld wieder für Alisson habe. Ich musste Alisson verkaufen, weil ich diesen Herrn hier geholt habe, Overmars, die mittlere Version. Ja, schaut euch einmal seine Werte an, 95 Tempo, 81 Schuss, 80 Pass, 88 Dribbling, Hochmittelarbeitsraten 1,73, was mich noch gecatcht hat, seine Beweglichkeit, seine Ausdauer, seine Balance. Abschluss ist auch noch relativ in Ordnung, aber guck mal, sein Antritt und seine Sprintgeschwindigkeit, das ist ja geisteskrank. Der rennt bestimmt richtig krass durch. Ansonsten Salah ist geblieben, Werner, ja, auf den. Mal gucken, was in dieser Weekend League reißt. Letzte Weekend League, 27 Spiele, 28 Tore, 15 Vorlagen, geisteskrank. Und ja, so sieht dann auch das Ganze aus. Ich werde Bernardo Silva wieder auf der 10 spielen, Salah rechts und Overmars links. Immer noch im 4-2-3-1, ich lasse alles so wie es ist. Ich hoffe nur nicht, dass ich das mit Cillessen bereue, ne? Weil seine Größe, die macht mir schon ein bisschen Angst. Aber wenn jemand anderes ihn schon 46 Spiele gemacht hat, dann ist er entweder so lost wie ich oder war einfach gut bei ihm. Wir lassen uns mal überraschen, auf der Bank, ja, sieht immer noch eigentlich auch relativ gleich aus. Guck mal ja bitte, die Bank ist wirklich immer noch eine Startelf, Alter. Aubameyang, Paulinho, Piquet, die könnte man alle in einer Startelf spielen. Aber was willst du machen? Ich bin halt so, ich muss jeder SBC gefühlt machen. Und dann würde ich sagen, wir können dann direkt ins erste Spiel reingehen. Let's go. So, und da haben wir auch schon direkt den ersten Gegner mit Ronaldo und Mané, Potem und Bernardo Silva, diese keine Ahnung was Rambazamba-Karte. Digga, erster Gegner schon so krass. Ja, letzte Woche ging das Video 4 Minuten. Ich hoffe, diese Woche geht es ein bisschen länger. Ja, geil, Alter. Mein Stuhl hat einfach rumgeklemmt, Digga, und ich sehe erst einmal vorne. Boah. Digga. Digga, Digga, Digga. Ja. Einfach eine Klatsche zum Anfang, Bruder, was soll ich sagen? Komm weg, oder was? Ey! Oh mein Gott, Mann, Digga! Wie kann er denn dann nicht machen, Salah, ja, holla! Vorstell dir, warum ich Aubameyang dahin lege! Bastardspiel! Digga, ich spiel nicht mal auf Abseitsfalle, die rennen alle raus. Ey, Mann, Alter. Digga, das ist so peinlich. Boah, das ist einfach peinlich, Digga. Einfach wieder Erstspiel verloren, Digga. Und zweiter Gegner ist so ein Japaner in der Verteidigung, Smalling. Digga, das, ich muss das gewinnen. Am Nacken, was ist das für eine Scheiße, Alter? Mann, 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 Mann. Digga, wie ich Salah nach dem Spiel wieder rauslege, Digga. Aubameyang kommt wieder rein. Der eine ist schlimmer als der andere, Digga. Was ist das? Endlich, Alter. Geht doch. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Timo, Digga und Overmars. Baba. Und ja, das soll es dann auch gewesen sein vom Video. Erstes Spiel wirklich richtig, 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 richtig krass eingeschissen. 5-1, glaube ich, war das. Digga, wenn Salah einfach das 3-2 macht,
dann sieht das Ganze komplett anders aus. Ich glaube, ich werde Aubameyang wieder reinlegen. Scheiß drauf, weil Salah auf weniger Chemie und mit seinen drei Sternen Weak Foot, Digga, scheiß drauf, Alter. Ich lege Aubameyang, glaube ich, wieder da rein. Aber dafür habe ich es dann mit dem zweiten Spiel besser gemacht. 5-0, ja, Alhamdulillah. Jetzt stehe ich wieder 1-1, wie gefühlt jede Woche. Was soll ich machen? Und dann würde ich auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Checkt nochmal die beiden Reactions ab zu Samra und zu Nemo. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns die Tage wieder mit einem neuen Video. Ich bin dann raus. Schönes Wochenende euch allen. Inshallah. Peace.